Okay, hallo nochmal von der Frankfurter Messe hier am DNB-Stand. Was ich euch jetzt gerne zeigen würde, ist eine Familie von unterschiedlichen Lautsprechertypen. Wir reden im Moment hier von den Chive Messengern. Chive, früher mal ein Tanz gewesen. Heutzutage steht bei DNB im Prinzip der Name für die J-Serie, die V-Serie und Y. Was sind diese drei Serien? Im Grunde genommen eine Summe aus verschiedenen Lautsprechern, die zusammengenommen ein sehr skalierbares, flexibles Gesamtsystem abbilden können. Wie gesagt, drei verschiedene Serien in drei verschiedenen Größen, auf die ich jetzt mal ein klein bisschen eingehen will. Also zum einen haben wir Line Array Module, die in der Regel immer in zwei verschiedenen horizontalen Abstrahlwinkeln zur Verfügung stehen für den Anwender. Breit für vorne ein bisschen mehr mitzukriegen und natürlich die etwas engere Direktivität horizontal, um ein bisschen mehr Wurf ins System reinzukriegen. Darüber hinaus bilden solche Systeme, also solche Entwicklungsplattformen von dem neuen Lautsprechersystem auch am Schluss Punktquellen. Hier zum Beispiel sehen wir eine Punktquelle von der Y-Serie. Die Merkmale, die sich bei diesen Lautsprechern durchziehen, durch die komplette Entwicklung, ist eine Summe von verschiedenen kleinen technischen Details. Da geht es zum Beispiel um hohe Direktivität, also eine sehr gebündelte, klare, definierte Abstrahlung, für die DNB auch schon seit mehr als 10 Jahren im Prinzip steht und die Entwicklung immer weiter intensiviert, um da noch besser zu werden. Horizontale Abstrahlung aus der Nullachse heraus, möglichst gleichmäßig den Pegelabfall im Verlauf über den gleichen Frequenzgang abzubilden. Darum geht es hier. Das machen wir zum einen über die dipolare Abstrahlung dieser Systeme. Das heißt also, in dem Fall haben wir jetzt zwei 8 Zoll Lautsprecher, die dipolar angeordnet sind. In der Mitte dann der Waveguide mit zwei Hochtoneinheiten. Wir reden bei der Y-Serie über ein Zweiweg-Passivsystem. Bei V-Serie und bei J-Serie haben wir Dreiwegesysteme, dort gibt es dann bei der J zum Beispiel 2 12er. In der Mitte hinter dem Horn liegend noch ein 10 Zoll Kompressionstreiber und vorne dran dann eben die 2 Hochtontreiber auf dem Waveguide montiert. Direktivität ist ein ganz wichtiges Thema, nicht nur für die Top-Teile, also eine definierte Abstrahlung hinzukriegen, sondern natürlich auch für Subwoofer, also Basslautsprecher. Wie macht man das? Also da gibt es unterschiedliche Technologien, wie man das machen kann. Stichwort an dieser Stelle bei DNB ist das kardioide Abstrahlverhalten, was es im Prinzip ermöglicht, auch im tieffrequenten Bereich die Abstrahlung nicht omnidirektional zu machen, also mehr oder weniger 360 Grad weit ausbreiten, sondern viel mehr gebündelt. Das kann man erreichen durch einerseits die Anordnung der Lautsprecher, zum Beispiel in einem Horizontalarray auf dem Boden oder auch geflogen. Dazu braucht man dann entsprechende Setups, die man über die Systemverstärker reinladen kann. Es gibt aber auch noch einen Trick, den DNB entwickelt hat und dabei geht es eigentlich um die Möglichkeit, ein kardioides Abstrahlverhalten von einem Subwoofer hinzukriegen, indem zwei Lautsprecher in einem großen Gehäuse arbeiten, allerdings in getrennten Kammern. Vorne ein größerer, in dem Fall ein 18er oder bei Jay 21er. Im Bassbereich, dann hat man die Möglichkeit, über den kleineren Lautsprecher und die Laufzeiten um den Lautsprecher rum durch eine entsprechende Phaseninvertierung und weitere Additionen im DSP dafür zu sorgen, dass der Schall nicht omnidirektional geht, sondern weiter nach vorne. Was haben wir davon? Ganz einfach, es geht um die Verringerung des diffusen Schallfelds und das bedeutet wiederum, man hat eine viel konkretere Abbildung im Tieftonbereich, in der Halle oder auch auf dem Festivalgelände. Warum ist das noch wichtig? Ganz einfach, weil es heutzutage immer wichtiger wird, zu trennen zwischen dem, was an Schall aufs Publikum gerichtet wird, Schallausbreitung, und was darüber hinaus ja oft leider auch als störend empfunden wird, wenn es mal über das Festivalgelände hinausgeht. Dafür gibt es dann auch verschiedene Technologien und auf die gehen wir jetzt mal noch kurz ein. Also wie gesagt, skalierbares, großes System bestehend aus mehreren Lautsprechern, die gleichen Technologien nutzen. Dadurch sind sie so flexibel und die Gesamtsystematik so effizient nutzbar. Wir haben J, wir haben V, wir haben Y mit kardioiden Subwoofern, mit Top-Teilen für Line Arrays zu bauen, für Punktquellen, wenn es eine einzelne Lautsprecheranordnung sein soll.
Das Paket ist relativ groß, kann man sagen, und dabei sehr effizient. Dazu kommt dann die gleiche Verstärkerplattform, mit der wir diese Lautsprecher antreiben können. Unser 3-Punkt-Rigging durch alle drei Serien hindurch, die den Aufbau und das Handling der Lautsprecher, also der größeren Line Arrays, sehr effektiv machen. Die richtigen Kabelsets dazu, also das heißt insgesamt ein sehr schönes, großes Paket. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was man mit den Lautsprechern alles machen kann, ist klar, wir wollen beschallen. Wir wollen aber immer mehr wirklich nur die Zuschauerfläche oder die Zuhörerfläche beschallen und alles, was darüber hinausgeht, eigentlich möglichst wenig. Ja, also keine Anregung von dem Nachbarn, der 500 Meter weiter vom Festivalgelände samstags mittags seinen Kaffee trinken will. Das wollen wir bitte nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben uns mal sehr intensiv mit dem Thema Schallemission auseinandergesetzt und daraufhin mit Experten zum Thema Schallemission. Da gibt es eine Firma, die nennt sich Soundplan. Und mit den Software-Experten von denen ist es uns gelungen, zusammen ein Tool zu entwickeln, das es ermöglicht, die Schallentwicklung außerhalb der eigentlichen Zuhörerfläche für kohärent abstrahlende Systeme wie unsere Line Arrays, also die Top-Tile Arrays oder auch Sub-Arrays unten, zu simulieren und anhand von den entsprechenden internationalen Normen abzugleichen, sodass man also schon in der Planungsphase mit den Daten, die wir in unserer Planungssoftware alle zusammenführen und auswerten können, schon sagen, wie sich das im Endeffekt nach außen auswirkt. Das bedeutet, wir arbeiten gar nicht gegen die sogenannte Soundpolizei, sondern wir arbeiten konstruktiv mit den Jungs, um am Schluss für alle Teilnehmer, nämlich die Zuhörer, die Veranstalter und die Leute über das Festivalgelände oder Konzertgelände hinaus, möglichst happy zu machen. NoiseKalk nennt sich die Software, extrem hilfreich, und damit solche neuen Features unser System immer wieder stetig weiterentwickeln, braucht es eine entsprechende DSP-Plattform, und die haben wir in unseren Verstärkern. Unsere vierkanalige Verstärkerplattform ist im Prinzip die zentrale Einheit, mit der es möglich ist, in der sogenannten System Reality dafür zu sorgen, dass von der Planung über die Bedienung alle Daten konsequent und sehr realistisch über das System abgebildet werden können, bis hin zum Lautsprecher. Also ein D20 oder ein D80 oder die Instrumentalverstärker verfügen über das komplette DSP-Feature-Set, das es ermöglicht, diese Tools zu nutzen. Welche Tools haben wir? Grundsätzlich gibt es ArrayCalc, das ist unsere Planungs- und Optimierungssoftware für das System. Da werden die ganzen Planungsdaten eingegeben und anhand der Systeme, die man anwendet, optimiert. Diese Files kann man in unserer Remote-Software laden und sich dann eine Oberfläche zusammenbauen, ganz individuell, die es ermöglicht, auf die unterschiedlichen Anforderungen und Wünsche unserer FOH-Leute einzugehen oder der Systemtext, und das System möglichst einfach und komfortabel zu bedienen und natürlich auch jederzeit zu erkennen, in welchem Status befindet sich das System gerade. Das machen alles unsere Verstärker, dazu die Software, die Lautsprecher, und das alles zusammen ist das, was wir System Reality nennen. Okay, ich denke, das war für den Bereich jetzt mal ein bisschen Information für euch. Wir haben noch mehr zu erzählen. Jetzt gehen wir mal rüber zum Thema Integration.